Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge im Berufungspodcast Jetzt oder Nie, Folge deinem Ruf. Ja, und heute gibt es mal wieder eine sehr persönliche Folge und zwar zum Thema Einsamkeit. Ich komme auf dieses Thema, weil ich das zum einen selber sehr gut kenne. Dieses Gefühl von, vielleicht hast du auch Menschen um dich herum und trotzdem fühlst du dich einsam, vor allem dann, wenn du deine Wahrheit sprichst und ganz authentisch du selbst bist. Zum anderen, weil ich da auch durch die Rückmeldungen der Seelenpläne immer wieder Ähnliches höre. Und jetzt dachte ich mir, ist der Zeitpunkt, um da mal wieder authentisch darüber zu berichten. Vielleicht gibt dir das auch so ein Gefühl von Verstandenwerden an einer Seite und auch so ein Gefühl von ja, Akzeptanz dessen, dass du genauso richtig bist, wie du bist. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis gleich. Ja, ich komme auf dieses Thema Einsamkeit, weil eben wie schon in der Einleitung erwähnt, ich das immer wieder auch als Rückmeldung bekomme von Menschen, die mir erzählen, dass sie, wenn sie die Wahrheit sprechen, wenn sie wirklich sie selbst sind, dass sie dann Angst haben, dass sich das Umfeld ändert, sie nicht verstanden werden und sich dann damit am Ende des Tages nur noch einsamer fühlen könnten oder vielleicht auch Menschen in ihrem Umfeld verlieren. Das Resultat aus dem Ganzen ist dann, dass sie dann eher in die Anpassung gehen, nicht mehr sie selbst sind und in dem Moment sich ja dann wieder von sich selbst beginnen zu entfernen, weil dann diese Orientierung am Außen wieder beginnt und nicht diese Rückbewegung zu sich selbst, zu seinem wahren Wesenskern. Und ich denke, die Reise, die jetzt ja viele gerade antreten in diesen Zeiten des Wandels, ist ja die Bewegung zurück zu uns selber, zu unserem Ursprung. Und da ist jetzt auch schon der Knackpunkt meiner Meinung nach, weil wenn du dich in dieser Phase gerade befindest und du merkst, du bist gerade so in dieser Rückbewegung, das bedeutet auch gleichzeitig, dass ja da alles aufgedeckt wird, was dich ja von dir entfernt hat. Und ich glaube, genau in dieser Phase, wenn man sich befindet oder wenn du dich drin befindest, ich befinde mich da auch gerade drinnen, kann es mal sehr, sehr einsam werden an der Stelle. Weil das ist dann der Punkt, wo sich vielleicht Menschen gerade von dir trennen oder du gehst auch sozusagen, entfernst dich da erstmal und fühlst dich halt an der Stelle dann, ja, in dieser Zwischenphase erstmal sehr einsam. Aber ich denke, diese Phase ist enorm wichtig, weil in der letzten Konsequenz, wenn du da durch bist, kommst du erst sozusagen in dein wahres Sein rein und erst dann, wenn du sozusagen bei dir angekommen bist, ist erst einmal dieses Einsamkeitsgefühl dann schon weg. Dann sind vielleicht noch nicht die, sage ich mal, richtigen Menschen um dich herum, aber erst aus dem Punkt heraus kann sich ja dann ein Umfeld bilden, das dir ja auch wirklich entspricht. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig meiner Meinung nach, dass du dann an der Stelle nicht in dieses Gefühl weiter reinrutscht, dass mit dir was nicht stimmen könnte, dass du falsch sein könntest, so wie du bist, sondern dass du anerkennst, dass diese Phase dich eher genau zu dir zurückbringt. Also ich erlebe das eben aus den Rückmeldungen der Seelenpläne, dass viele Menschen sich im Moment sehr einsam fühlen, weil sie sich eben gerade in dieser Phase des, ja, sich zurückbewegen in den eigenen Essenz, in den Ursprung bewegen. Und das ist das Paradoxe, gell? Wir sind da immer mehr wir selber und fühlen uns dann einsam, also eher wieder weg von uns selber, obwohl es die Rückbewegung ist. Und hier möchte ich dich einfach ganz stark dazu einladen, dass du diese Phase wirklich absolut anerkennst, wertschätzt und an der Stelle nicht aufgibst. Weil ich glaube, diese Einsamkeit, die wir da jetzt vielleicht nochmal verstärkt fühlen in der Zeit, die war vorher ja auch schon da. Das ist ja kein Gefühl, was neu ist, was jetzt, was in der Zeit vorher noch nicht vorhanden war, nur war es vorher vielleicht noch mehr verdeckt, gedeckelt. Du konntest vielleicht noch mehr in diese Anpassung gehen und es hat noch
funktioniert, obwohl da auf einer anderen Ebene schon auch dieses Einsamkeitsgefühl, dieses Gefühl von, wo gehöre ich überhaupt dazu, bin ich hier ein Alien sozusagen, schon längst vorhanden war. Aber jetzt kommt halt nochmal verschärft und verstärkt auf das, ja, nach, an die Oberfläche. Und hier ist eben die Kunst jetzt meiner Meinung nach da, ja, eben nicht in dieses Fallsteingefühl reinzurutschen, sondern straight weiterzugehen, sich da durchzufühlen, weiter an den Ursprung zu forschen, was da denn eigentlich los ist. Und gleichzeitig möchte ich dir sagen, du bist damit nicht alleine. Also da gibt's gerade neben mir auch ganz viele andere Menschen, denen es so geht. Es kommt aber immer gerade drauf an, hast du, weil wir neigen ja oft auch dazu, dass wir uns vergleichen und dann haben wir das Gefühl, ja, das geht ja anderen gar nicht so. Die leben ihr Leben, die haben ihre gewohnten sozialen Kontakte, ihre Aktivitäten, denen sie immer so nachgehen und trotzdem haben die das auch in der Tiefe, nur vielleicht nicht die Zeit, um da jetzt wirklich genauer hinzuschauen. Und ich zum Beispiel habe mich ja jetzt so weit freigeschaufelt von diesem Leben, wo ich nur im Tun drinnen war, hin zu einem Leben, wo ich jetzt Zeit habe, darüber auch zu reflektieren. Also gerade hier nochmal auf Gozo, wo es mir mit dieser Ortsenergie ja auch ermöglicht wird, dass diese Themen überhaupt mal an die Oberfläche kommen können. Und ich bin mir sicher, dass in hoffentlich naher Zukunft sich die Menschen, die zu dir gehören oder zu einem gehören, dass das immer mehr geschehen wird. Aber dazu braucht's halt erstmal diese Zwischenphase der vermeintlichen Einsamkeit, um da erstmal wieder zu sich selbst zurückzufinden, in sich zu Hause zu sein, in der vollen Annahme und Akzeptanz dessen, ja, was wir sind und dass das völlig in Ordnung ist, so wie es ist. Und dass wir auch keine, wie soll ich das sagen, Daseinsberechtigung benötigen, um hier sein zu dürfen. Weil viele kennen vielleicht dieses Gefühl, auch wenn ich nicht was Bestimmtes mache, meine Potenziale voll lebe und damit auch anderen Menschen helfe, dann habe ich, wenn ich das nicht mache, dann habe ich ja gar keine Daseinsberechtigung. Und das ist übrigens auch ganz wichtig, wenn es um das Thema Berufung geht, weil ich denke, Potenziale, Talente und Berufung zu leben, das sollte aus einem, ja, geheilten Zustand heraus geschehen dürfen. Das sollte nicht aus dem Zustand sein, dass ich irgendwas damit kompensieren muss, nämlich dieses Gefühl, dann bin ich erst wertvoll für die Menschen oder hier darf ich erst hier sein, wenn ich auch einen wertvollen Beitrag leiste. Denn das ist ja ein Fass ohne Boden. Und wenn, stell dir vor, du würdest deine Berufung leben aus diesem Grund heraus und dann bricht das weg an einem Punkt und dann wärst du ja wieder in dieser Leere drinnen, dass du jetzt vielleicht gar nicht wert bist oder so. Also das ist so ein Fallstrick, den vielleicht viele Menschen, vielleicht ist es vielen schon bewusst und vielen ist es eben wahrscheinlich noch nicht bewusst, sondern da wird es erst bewusst, wenn das dann mal wegbricht. Wenn der Sinn, für das man eigentlich erstmal da war oder das Gefühl hatte, das gibt mir Sinn im Leben, wenn das wegbricht. Das kann auch zum Beispiel sein, wenn man lange in einem Beruf war, der einem viel gegeben hat und dann fällt das weg und auf einmal fällt man in so eine Sinnlosigkeit rein, ob man überhaupt, also was mache ich hier eigentlich, so dieses Gefühl. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, sich da diesen Phasen des Lebens zu stellen, wo man eben die diese Muster durchbricht, sich dann mal einsam fühlt und durch dieses Nadelöhr sozusagen durchzugehen und dann von dieser Position aus wirklich das zu leben, wofür du hergekommen bist, beziehungsweise nicht nur das zu leben, wofür du hergekommen bist, sondern einfach in dir geruht, in Frieden da zu sein, egal was du im Außen machst oder nicht machst. Ich würde sagen, gerade im deutschsprachigen Raum sind wir ja eh
sehr getrieben. Also ist ja viel auf Leistung aufgebaut. Und wir haben ja dann oft das Gefühl, wenn wir nicht im Tun sind, wenn wir nicht irgendwas leisten oder ja anderen helfen oder was auch immer, dass wir dann ja nicht so viel wert sind. Und das ist, wie gesagt, gerade im deutschsprachigen Raum ist da, glaube ich, viel da, vor allem wenn es um diesen Leistungsgedanken geht. Meine Einladung ist da, einfach viel, viel milder mit sich selber sein zu dürfen. Viele kennen doch diesen hohen Anspruch, den wir immer an uns selbst auch haben. Gerade vielleicht jetzt auch nochmal um diesen Steinbock-Neumond. Das Sternzeichen Steinbock, das ist ja ein Sternzeichen, was auf der einen Seite, wo es viel um dieses Tun geht, um dieses Produktivsein, Ziele neu ausrichten für dieses Jahr. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir dann nicht in diesen Leistungsgedanken wieder reinrutschen. Und wenn das dann nicht klappt und wir das Gefühl haben, ich weiß ja gar nicht, wo soll es denn hingehen, was soll denn ich leisten, dann kann das wieder ganz schön nach hinten losgehen. Und so nehme ich das auch bei den Seelenplänen wahr, dass da oft so ein Riesendruck herrscht, jetzt wirklich was bewegen zu müssen und von der Position heraus was zu bewegen. Also wenn man denkt, ich muss das jetzt bewegen, da wird es schwierig, da wird es anstrengend und das Ganze kann dann wieder darin enden, dass das nur an deinem Selbstwert nagt. Und nochmal zurück zum Thema Einsamkeit. Viele fühlen sich in Wahrheit einsam, weil in den Momenten der Einsamkeit einfach oft diese Anbindung total fehlt. Weil wenn wir in der Anbindung sind, wenn wir uns immer mehr daran erinnern, wer wir wirklich sind und uns total verbunden fühlen. Ich kenne diese Momente zum Beispiel, wenn ich in der Natur bin und wirklich ganz bei mir bin, dann fühle ich mich verbunden. Dann bin ich da zwar auch alleine, aber ich bin all eins, wie man so schön sagt. Ich fühle mich komplett verbunden. Da brauche ich in dem Moment auch nichts. Und wenn ich dann aus der Position heraus wieder beginne zu agieren, ist das ganz ein anderes Gefühl, wie dieses Gefühl aus der Einsamkeit, aus dem Mangel heraus, was ändern zu wollen. Also die Lösung ist, zumindest habe ich das in letzter Zeit immer wieder entdeckt, ist eigentlich, wie kann ich in die Selbstakzeptanz zu mir gehen mit allem, was da ist, ohne mich vergleichen zu müssen mit irgendjemanden? Wie kann ich mich mehr mit mir selber verbunden fühlen und dann wieder mit allen anderen? Und um dann aus der Position heraus etwas zu verändern, was mir vielleicht wirklich am Herzen liegt, weil erst von dort aus kann ich mich da überhaupt wieder spüren, ohne diesem Druck von außen nachzugeben, also und dann vielleicht irgendwas zu machen, was mir eben eigentlich im Wesenskern gar nicht entspricht, weil jeder, das sehe ich gerade wieder bei den Seelenplänen, jeder ist so individuell und jeder braucht's ganz, ganz eigen. Und das ist auch nochmal ganz wichtig. So wie du es brauchst, braucht es vielleicht niemand anderes. Also niemand anders braucht es so, wie du es vielleicht in dem Moment brauchst. Und du musst ja erst einmal rausfinden, was ist denn für mich richtig? Wie brauchst denn ich eigentlich? Und dazu brauchst du diese Momente mit dir selber in diesem All-Eins-Sein, weil erst von dort aus kannst du überhaupt die für dich richtigen Entscheidungen treffen. Und deswegen nehme ich mir, also mir tut wirklich diese Verbindung in der Natur, das ist für mich die absolute Heilmöglichkeit in der Hinsicht, weil ich auch immer wieder gefragt wurde, ja, wie komme ich denn jetzt in diese Anbindung? Ja, also bei mir ist es wirklich die Momente in der Natur, wo ich fühle, alles ist wirklich belebt, alles hat wirklich eine Seele, alles ist in Kontakt mit uns. Das ist nicht nur so ein Spruch, das ist etwas, was ich in manchen Momenten wirklich sehr stark fühlen kann. Und dann bin ich da wieder bei mir und von dort, und da bin ich nicht, fühle ich mich eben nicht einsam.
Da weiß ich dann wieder, es ist genauso richtig, wie du bist und du wirst genau so gebraucht, wie du bist und nicht anders. Und jeder steht an dem Punkt genau da, wo er auch genau richtig ist. Da gibt's nichts Falsches. Und wir sehen leider oft nicht das, was wir schon alles geschafft haben. Wir sehen meistens die Fehler oder das, was wir noch nicht geschafft haben und was wir noch verbessern dürfen oder müssen und vergessen dabei ganz einfach mal weich mit uns zu werden und uns das anzuschauen, was wir alles schon vor allem für uns selbst geschafft haben. Und von dort aus kannst du auch wieder andere inspirieren, weil du wieder was verstanden, integriert hast. Ja, das war mir heute an diesem, ich nehme die Folge am Neumond direkt auf. Das war mir nochmal wichtig, es ist ja auch die erste Podcast-Folge im Jahr 2024, nach diesem Transformationsjahr 23, was ja noch weitergeht, aber ich glaube, das geht jetzt in so eine andere Qualität rein, darf wahrscheinlich mehr in die Lösung nochmal gehen, alles. Und viele haben gerade letztes Jahr sehr viel nochmal anschauen dürfen. Die Herausforderungen sind nochmal von einer ganz anderen, tieferen Ebene nochmal beleuchtet worden, um eben noch mehr zu uns selbst zurückzufinden. Die Bewegung ist ja dorthin, quasi mehr vom Außen uns abzuziehen sozusagen und nach innen zu gehen und von dort aus wieder agieren zu dürfen. Ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, die Folge hat dich vielleicht gut abgeholt, da wo du jetzt auch bist. Kannst fühlen, du bist da nicht alleine, sondern es geht vielen Menschen gerade so auf dem Weg und ja, blicken auf jeden Fall mit Milde und Zuversicht in das neue Jahr hinein. Alles Liebe und bis zur nächsten Folge.